So, heute geht es natürlich wieder weiter in der Liga. Es ist der finale Abschluss der Hinrunde. Wir sind zwar eigentlich offiziell durch, was das betrifft, aber wir sind dran. Wir haben jetzt das letzte Spiel gewonnen gegen Nürnberg mit 5 zu 1 glatt. Sind in Spiel eine super Saison, muss ich sagen. Wollen natürlich irgendwann mal ganz hoch. Freiburg spielt gegen Ingolstadt. Wir haben den Tabellen-7. Nürnberg 5 zu 1 zu Hause geschickt. Haben jetzt natürlich was plus 2-3. Freiburg ist 19. Also die beiden Liga-Größen haben es geschafft. Wir haben Freiburg verloren. Wir haben leider auch zwei andere Spiele noch verloren. Dementsprechend ist der Abstand da. Wir haben aber nur zwei Unentschieden. Also wir sind halt nur dran. Das sind 5 Punkte. Wir wollen natürlich den Titel holen. Heute treffen wir auf den Tabellen-18. aus Rostock. Da wollen wir natürlich jetzt den zweiten Sieg in kurzer Zeit holen. Wir haben jetzt Rostock vor kurzem schon mal gehabt. Da haben wir, glaube ich, 3-4-1 gewonnen. 3-2 oder was? 3-2, glaube ich, haben wir gewonnen, ja. Gucken wir mal gerade kurz. Ich will sogar gerade kurz richtig wiedergeben, nicht, dass wir dann am Ende wieder heißt, ne? Der hat das voll vergessen. 3-1 haben wir gewonnen, ja. Ja, die Nordclub-Wochen gehen also jetzt quasi weiter. Das geht auch in der Rückrunde so los. Ich glaube, da kommen schon wieder mit Kiel und St. Pauli, glaube ich, schon die nächsten beiden. Also es geht ja so langsam nach und nach durch. Gut, wie dem auch sei, wir machen heute den Abschluss der Runde zu und in der nächsten Folge geht es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen um vielleicht Transfers, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Auf geht's ins Match gegen den FC Hansa. Diesmal an einem Spiel. Vorletzte Folge war das sogar. Hatten wir ein Auswärtsspiel. Letzte Folge Nürnberg, davor Rostock, jetzt wieder Rostock. Es ist der Tabellen-18. Die stehen vor dem Aufstieg in die dritte Liga. Aber das soll nicht unser Problem sein, muss ich sagen. Wir kümmern uns nur oben an den Freiburgern oben dran zu bleiben. Das ist unser größtes Ziel, das, was wir eigentlich noch wollen. So, Kirschrein. Ja, Sache, wir haben keinen Stürmer auf dem Platz, ne? Wir müssen halt gucken, dass wir einen Stürmer noch kriegen. Und wenn es so ist, dann müssen wir halt gucken, dass wir dann noch so genug das. Wir brauchen halt dafür erstmal Geld. Mit $13 oder 13 Euro auf der Hand machst du nicht allzu viel. So, Novora. 11 Meter. Passt. Novora. Wieder 11 Meter. Passt. Da macht der Keeper nicht allzu viel gerade. Der haut den genau oben rein, Zeck. So, gucken wir noch mal ein. Zwei haben wir noch. Wir machen das Rede kurz vorher. Passt! Über den Innenpfosten. So, jetzt mal gucken, was macht der Keeper. Sagt er, bleibt? Ja, bleibt. Das war eigentlich auch nicht anders so geplant. Ich wollte ihn eigentlich schön unten ins Eck setzen. Verschießen den ersten. Und den zweiten hinterher. Aber ansonsten 4.500 Punkte gekriegt und sind jetzt Erster. Hey. Ich glaube, das sind wir sowieso vorher schon gewesen. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Genau so ist es. Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Könnte spannend werden, Buschi. Spannende Geschichte hier, Wolf. Ich denke, beide sehen das als wichtige Aufgabe. Beide wollen überzeugen und beide wollen den Sieg. Ja, klar. Also, das brauchst du gar nicht antreten. Wie unsere Mannschaft heute performt.
Ich glaube sehr, dass Costa, glaube ich, ein bisschen umgestellt hat. Und, ja, danke. Okay. Haben sie jedenfalls nicht gewechselt. Also Hinspiel 3-1 in Rostock. Jetzt wollen wir heute hier in Bayreuth mit dem dritten, mit dem nächsten Sieg unserer Erfolgsserie fortsetzen. Das ist jetzt der Folge Nummer 6, die ich in Folge aufnehme. Wir haben davor alle Spiele gewonnen. Mal gucken, ob wir und jetzt geht's los. Wenn wir verlieren, dann halt, dann ist es halt so, dass es nicht mehr verdient ist, weil ja, gut, wir haben jetzt gibt's Einwurf. In Karlsruhe verloren, wir haben zu Hause gegen die 60er verloren, wir haben in Freiburg verloren. Also sind jetzt nicht unbedingt Gegner dabei. Gut, Freiburg war. Okay. 60 kann auch nicht. Aber ist egal, alles ist gut. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Vielleicht nach Hause noch so. Pedro. Ulrich. Damit kannst du so einen Keeper natürlich nicht vor Probleme stellen. Na, mal gucken. Das war heute ein Spiel. Ich habe heute einen Sieg Nummer 6 in Folge bekommen. Oft hast du Spiele, da sind sich beide Teams sehr ähnlich, was die Statistik angeht, Buschi. Und dann hast du Spiele, da liegen sozusagen Welten nochmal, zwischen beiden. Das ist heute so ein Spiel. Denn gegensätzlicher könnten beide Mannschaften kaum sein. Hier auf der einen Seite der beste Sturm, da der schlechteste. Ich glaube, das könnte eine einseitige Partie sein. Sterne. Ne, das stellt den Keeper natürlich vor keine großen Probleme. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Für uns. Also gegen uns. Okay. Peter. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Ist egal, der Treffer macht so, da ist die Führung absolut verdient, oder? Ja, das machen sie gut, setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. So, Fakt ist, das ist das nächste Treffer, das nächste Tor von Boboa mit seinem 23. Saisontor und 18. Spiel. Es ist ja auch sie Spiel sind jetzt also in Führung, 1-0. Ja, noch. Heute mal für ihn, statt Schumacher, der auch nur auf der Bank sitzt. Flanke kommt. Er zeigt auf den Punkt. Elber. Hat aber auch den Angriff laufen lassen können, weil da war einer frei vor. Weil das. Naja. Aber alles okay. Ich nehme ihn mit. Ich könnte schon mal schießen lassen. Das wäre natürlich genial gewesen. Wir haben ja gerade entweder gefrühen. Gut, ich werde unten links reinsetzen. Jetzt wollen sie die Führung ausbauen. Er macht das Tor. Guter Elber. Ja, mal links, links weg. 2-0. Jedenfalls durch Engloff. War aber überhaupt nichts zu halten. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Über Friede ist es Tor Nummer 15 mittlerweile. Hinterseher. Er erzwingt den Ballverlust.
Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Im Moment haben sie den Ballbesitz nicht. Statt jetzt die Pflichtaufgabe an zu Rostock. Ballbesitz ist weg. Das war natürlich ganz beschissen gespielt. Keine gute Aktion, wieder Ballverlust. Es sieht ganz danach aus, als würden die Gastgeber gleich mit einer klaren Führung in die Pause gehen. Sie führen mit 2 Toren, setzen ihr taktisches Konzept hervorragend um, zwingen ihnen ihr Spiel auf und sie haben eben die überragenden Leute, die die Chancen dann auch verwerten können. Fahne ist oben, abseits. Hat er Wechselschuss. Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Zur Fahrung rein. Also kein, sie verteidigen erstmal den Ballbesitz. Sie verlieren hier den Ball. Der war gar nicht da heute. Boah. Ah, da wäre jetzt Platz. Aber auch der wird doch freiwillig fallen. Zweites Tor heute von ihm. Unaufhaltsam. Der macht hier, was er will. 39. Minute, Doppelpack. Ja, ja, passt was. Der wird da damit rausgeholt. Den Kopfball haben wir nicht gesetzt. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das Hinspiel in Rostock 3-1, jetzt 3-0 die Führung. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Da haben sie nämlich den Führungsschuss reingehauen. Und da haben wir quasi den Gegentreffer. Da haben wir quasi dann den Schlusspunkt gesetzt. Und doch. Die Chance jetzt. Macht da einen vierten auch noch. Das ist stark. 4 Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Vor 9 Minuten Buschi doch gesagt, ja, die werden da klappen. Da geht er natürlich klasse an ihm vorbei, lässt ihn einfach stehen und macht das Tor eine super Aktion. Besser geht's nicht. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Ja, der Ball hat hinter der Lukas super sehr. Das gibt einen Eckball. Ich glaube, das ist der. Das war der Neffe von Uwe Seeler. Irgendwie sowas. Ecke in die Mitte. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Egal. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten. So, gehen wir gleich rein in die zweite Halbzeit, würde ich sagen. Brauchen wir nicht groß mehr rumquatschen, sondern Holstein Kiel führt in Magdeburg. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Da kann man so langsam und immer mal anfangen, die Leute zu schonen, den einen oder anderen. Aber gute Aktion. Machen Sie kurz, Ball erst mal weg. Stark gemacht, das könnte was werden. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore. Eine Weltklasseleistung. Durch Nummer. Hansa kriegt die nächste Packung, bleibt unten drin. Wir bleiben jetzt die Freiburg auf dem Fersen. Da kommt das Tor nochmal. Und da sehen wir es. Der ist unaufhaltsam heute. Dreierpack. Tor Nummer 3. Alle machtlos. Geht also heraus. Der zweite Stürmer auch weg. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5-0. Ja, na, nächster Ball gewinnen, ja. Aber dann den Fehlpass gespielt. Super Tackling. So, was machen Sie draus? Tolle Parade,
aber Gefahr der ist noch nicht da vorbei. Ist die Schlangenmarsch, das hier sitzt. Machen Sie konsequent da hinten. Ingelsson. Rostock könnte über außen kommen. Der das schöne Tor gemacht hat im Hinspiel. 3-1 damals. 2-1 damals. Aber war schön. Da ein paar Leute stehen. Da kommt der Schuss. Den älter, da macht er sich lang, ganz sicher. Ecke kommt in die Mitte. Wird Abschluss geben. Ja, es wird jetzt den Wechsel geben. Dovoa muss mit rausgehen. Er wird ausgewechselt. Schumacher hat neu rein, der wird jetzt vorne lieber in die Spitze reingehen. Also einfach mal ein bisschen, um die Jungs nach vorne ein bisschen zu entlassen oder Doppelwechsel. Aha, okay. Jetzt. Und nochmal Doppelwechsel. Beiden Torschützen gehen heute raus. Immer von der Roa, seine drei, der andere zwei. Und seine frische Kräfte gehen rein. Hat. Außen ist Platz. Hat. Da kommt die Hereingabe. Lacke. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Er geht schön dazwischen. Verhüllt. Da ist Platz für den Konter. Na komm. Und dann über Ferreira. Da haben sie die Chance. Gute Aktion vom Torhüter. Was tritt jetzt gegen Nürnberg? Dann fünfte, das ist gut gemacht. Ecke kommt von da kommt die Ecke. Ah, das müssen sie entschlossener machen. Flanke kommt in die Mitte. Er kann klären. Die Ecke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Das sah gut aus. Klasse, dieser Wolle. Tolle Schusstechnik, am Ende knapp. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Ja, da ist Platz jetzt. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Was ist passiert? Da kommt der Schuss. Harmloser Abschluss. Einfach für den Torhüter. Harmloser Abschluss. Und weiter geht's. Mit Abstoß. Für Bayreuth. Schumacher. Er lässt sein Gegenspieler stehen. Zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Erstmal Gefahr bereinigt. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Und jetzt hat er den Ball. Eine Minute gibt's oben drauf. Viel mit Auge. Das ist der Schlusspfiff und damit steht es nun fest. Die Gastgeber dürfen sich heute über diesen Sieg in der Liga freuen. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. Wir haben 5-0 gewonnen, aber naja. Egal. So, damit haben wir es auch hier geschafft. Ich brauche jetzt nicht nochmal die Interview reinzugehen. Magdeburg, Holstein Kiel, 1-2. Oh Gott. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld gemacht, dass wir noch einen Stürmer verpflichten können. Bis dahin, tschüss.